Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen What I Read Next Video für den Monat Mai. Ja, im April hatte Isara 3 gewonnen und ich muss euch leider jetzt zum ersten Mal sagen, dass ich euer Voting-Buch nicht gelesen habe. Ja, ich möchte Isara 3 mit zwei Buchfreundinnen zusammenlesen und irgendwie hat es nicht diesen Monat in unsere Lesepläne gepasst. Liegt vielleicht auch dran, dass eine der beiden das Lektorat für mein zweites Buch macht und ich das als ein bisschen wichtiger empfunden habe, als ein Buch zu lesen. Ja, oder ein Buch zusammenzulesen. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Es kann sein, dass ich zwischendurch meinen Akku wechseln muss, also nicht wundern, wenn ich zwischendrin auf einmal woanders sitze. Ja, das erste Buch, das ich gerne lesen möchte, ist Love Receipts, Verführung à la carte. Das ist eine lustige Geschichte mit dem Buch. Das habe ich nämlich zu meinem ersten Muttertag vom Malers Papa bekommen. Da war Maler noch in meinem Bauch und wir waren im Neunkirchen einkaufen. Und ich wollte dann halt noch zu Thalia und er macht dann irgendwann zu mir, ja, die Woche ist ja Muttertag, kauf dir irgendwas Schönes. Alles klar, ja. Und dann habe ich mir Love Receipts ausgesucht. Im Nachhinein habe ich mitbekommen, dass es ein Teil der Reihe ist, aber ich glaube sogar der erste. Also ich habe nochmal Glück im Unglück gehabt. Normalerweise kaufe ich ja immer dritte Bände. Worum geht es? Zum Verlieben, lecker. Lili De Luca würde alles für ihre Familie und das Ristorante De Luca tun. Fast alles. Manchen Dingen kann sie eben einfach nicht widerstehen. Pasta, Chianti und Jack Kilroy. Als sie dem berühmten britischen Fernsehkoch begegnet, sprühen augenblicklich die Funken zwischen ihnen. Und das, obwohl Jack in einer neuen Kochshow als Konkurrent gegen ihren Vater antreten soll und obendrein sogar noch arroganter zu sein scheint, als die Boulevardpresse stets vermuten ließ. Doch schnell merkt Lily, dass sie vielleicht voreilige Schlüsse gezogen hat und Jack ganz anders ist, als sie immer dachte. Manchmal muss man etwas Neues probieren, um die Geheimzutat für sein persönliches Glück zu entdecken. Buch Nummer Uno. Dann ebenfalls ein Buch, das ich gekauft habe und nicht wusste, dass es Teil einer Reihe ist. Und ich glaube auch glücklicherweise der erste Band. Ich habe es damals, so blöd, bei Globus gekauft. Wenn ich bei Globus bin, bei uns in Saarbrücken ist das so, dass der über zwei Etagen ist. Unten ist halt so Einkaufen, Supermarkt und oben ist halt so, ja, Kleidung, Spielzeug, Bücher und leider Gottes auch die Hunde- und Kinderabteilung. Und deshalb muss ich da halt meistens doch nochmal hoch und wenn ich dann oben bin, komme ich auch nicht dran vorbei, bei den Büchern vorbeizuschauen. Ja, da durften schon die ein oder anderen Schätzchen mit in den Warenkorb. Wenn du bei mir bist, ist ein Liebesroman, schätze ich jetzt einfach mal. Und es geht um die junge Journalistin Kate. Sie erwartet nicht viel vom Leben und erst recht nicht von der Liebe. Da stimmt der geheimnisvolle, öffentlichkeitsscheue Multimillionär R.J. Lawson endlich einem Interview zu und sie wittert ihre große Chance. Als aber gleich das erste Treffen auf seinem idyllischen Weingut in Napa Valley in einem Desaster endet, ist der attraktive Arbeiter Jamie, der sie aufmuntert. Und auf einmal wachsen in Kate Gefühle, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätte. Doch was weiß sie wirklich über diesen Mann, der ihr in nur einer märchenhaft romantischen Woche das Herz stahl? Bei Jamie muss ich immer an Outlander denken. Das bin ich gerade nämlich am Gucken. Und ich glaube, ich finde es sehr verwirrend, noch über einen Jamie zu lesen. Aber ja, das wäre Buch Nummer 2. Dann, hier liegt noch das dritte, weil ich vorher schon ein anderes Video gedreht habe, das darin vorkommt, nämlich das unglaubliche Leben des Wallace Price, der neue Band von T.J. Klune, oder das neue Buch von T.J. Klune, das lustigerweise eben den gleichen Coverdesigner hat wie Mr. Panassus, aber nichts damit zu tun hat. Ich erwähne es jetzt jedes Mal, wenn ich dieses Buch in der Hand halte. Ich erzähle euch jetzt zum dritten Mal, um was es in dem Buch geht, damit ihr aber für die Abstimmung Bescheid wisst.
Als der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Bryce eines Tages tot umfällt, landet er in der Zwischenwelt. Dort erwartet ihn der Wächter Hugo, der Wallace auf seiner Reise ins Jenseits vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch nicht bereit für die Ewigkeit und so wird ihm Zeit gewährt, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Zeit, in der Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt und die Liebe findet. Ich habe es euch jetzt zum dritten Mal vorgelesen. Wenn ihr einfach wollt, dass ich nicht den knappen Text noch ein viertes Mal vorlese in einem Video, dann stimmt bitte für Wallace Price. Buch Nummer 3. Ja, last but not least kommen wir zu Nummer 4, The Secret Book Club, die Liebesroman-Mission. Ihr habt damals auch für Band 1 schon abgestimmt. Den habe ich, glaube ich, entweder war es im Januar für Februar oder im Februar für März. Ich bin mir nicht mehr sicher. Habt ihr für Band 1 gestimmt und ich habe ihn auch gelesen und geliebt. Wie fast alles, was aus dem Hause Kiss kommt. Und in der Reihe geht es einfach um Männer, die einen Buchclub gegründet haben. Und es ist einfach mega witzig, weil die alle so total chaotisch und bekloppt sind. Echte Männer lesen Liebesromane. Das findet zumindest Geschäftsmann Braden Mack. Er gehört einem geheimen Buchclub an, in dem Männer über Romances diskutieren, um Frauen und deren Wünsche besser zu verstehen. Theoretisch klappt das bestens. Praktisch stellt ihn Liv, die kratzbürstige Schwägerin seines Freundes Gavin, vor ein Rätsel. Für sie sind Liebesromane nichts als Zeitverschwendung. Als sie ihren Job verliert, weil ihr Chef sexuelle Belästigung für ein Berufsrisiko hält, ist das die perfekte Mission für Mac. Er hilft Liv, diesen widerlichen Mistkerl zu ruinieren und beweist ihr nebenbei, dass es auch im echten Leben Happy Ends gibt. Ja, ich fand Mac schon in dem vorigen Band super, super cool. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Ja, das waren alle 4 Bücher, die zur Auswahl stehen für mein Subvoting für den Monat Mai. Das wäre einmal nochmal Love Receipts, Verführung à la carte. Dann, wenn du bei mir bist, von René Carlino, Wallace Bryce, beziehungsweise das unglaubliche Leben des Wallace Bryce und The Secret Book Club. Buch Nummer 2, die Liebesroman-Mission. Ihr wisst, wie es geht. Einfach mal unten in die Kommentare reinhacken, welches Buch ihr gerne von mir gelesen sehen wollen würdet. Jetzt ist der Akku ausgefallen, als ich euch noch auf Wiedersehen sagen wollte. Deshalb halte ich mich jetzt ganz, ganz kurz, sage auf Wiedersehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!